Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Traincraft. Das ist ja schon der 8. Part, ja. Und ich werde jetzt anfangen, die Teile, also jetzt eine große Aufnahme zu machen. Also ich nehme alles in einem Stück auf. Ab morgen werde ich dann so 2, 3, 4 Folgen am Stück aufnehmen, die ich dann nach und nach hochlade. Genauso wird es mit Transportvideo auch sein, also kann ich auf die Kommentare nicht eingehen, die aber eh nicht kommen. Brauchen wir erstmal wieder die Nummer 2 und packen das am besten so hier hin. Dann wieder die 1. So. Und dann packen wir eine Medium hier hin. Genau, das passt alles perfekt. Dann nehmen wir uns hier wieder was. So. So. Das geht dann so. Das passt besser. So, das war's dann von diesem Bahnhof. Und wir gehen weiter in diese Richtung. Und hier sehen wir Fluss, Meer. Was auch immer. Kann man nach vorne. Da sieht man unsere Strecke. Und hier sind wir jetzt. Also ist gewachsen. Dann würde ich sagen, wir müssen auf jeden Fall den Baum hier entfernen. Sehr wichtig. So. Nicht wundern, dass ich manchmal so komisch weg. Also manchmal nicht da bin. Hängt daran, ich gucke gerade einen Stream von einem anderen YouTuber. Ja. Und da lese ich mir so ab und zu den Chat durch. Also deshalb nicht wundern, wenn ich da kurz mal nichts mache. So. Dann würde ich sagen, der Baum muss auch noch weg, sonst sieht es gleich komisch aus. Hab. So wie immer wieder Musik am Start. Ich versuche. Oh scheiße, jetzt finde ich nicht wieder. Doch, da. Ich versuche, also das ist jetzt bis jetzt eigentlich immer die gleiche Musik. Wen es interessiert, habe ich runtergeladen. YouTube Audio Library. Oh, nice! Moment, kann man hier auch was über verlegen? Ja, das mache ich. Das ist super. Das ist ja mal cool. So. Aber Moment mal kurz. Okay. So. Dann bauen wir, beziehungsweise basteln wir den ganzen Weg hier mal rüber. Oh Gott, so. Dann hier. Und hier lang. Falls ihr noch Ideen habt, welche Spiele ich noch spielen kann, dann schreibt es auf jeden Fall mal in die Kommentare. Und dann kann ich die auch spielen. Gut. Es wird hier so eine kleine Brücke ins Nirgendwo, stelle ich gerade fest. Ich würde sagen, wir fangen jetzt an, hier so langsam irgendwie rüber zu gehen. Zack. Zack, zack und zack.
ich will nämlich einen very large Turm hier rüber basteln. So. Was ihr auch noch wissen müsst, und zwar ist es, ich bin sehr gut im Fach bauen in Minecraft. Ich weiß bis heute immer noch nicht, wie man das ausspricht. Spricht man das Minecraft aus? Minecraft. Das weiß ich wirklich nicht. Müsste man mal googeln oder googeln. Also so ein very large Ding geht doch irgendwie so. Geht ein Medium hier rein. Large. Ja, eine Large passt so drauf. Passt sie so? So, wir machen das so. Es ist immer so schwer, wenn man Mods, Gleise und so ein Zeug hat, dann weiß man natürlich nicht. Normalerweise sind ja Gleise in Minecraft ein Block groß, dann kann man total abschätzen. Aber hier im Traincraft-Mod, wenn man da irgendwas baut, dann muss man schon wirklich vorher Gleis legen und das dann gucken. Genau, hier neben muss auch noch ein Gleis. Das heißt, wir bauen das hier größer aus. Und machen dann hier ein Medium. So geht das auch. Habe ich gerade festgestellt. Theoretisch. So. Kann man das nicht mit zwei Large Dinger machen. Egal. So, das heißt, wir müssen zack. So, wie ging das Ding jetzt gleich? Load 2. Braucht dieses Medium-Kreuzungsgedöns irgendwie? Ja, ich ging das gleich. Hä? Hey lol. Ich muss noch mal kurz gucken gehen hier hinten. Wie ich das denn gemacht habe. Weil ihr seht ja, da ist es drin. Das ist auf jeden Fall ein Medium. Das ist Medium und dann noch so eine kleine, Weiche. Also Medium. Oh super, ich fall ins Wasser. Das ist auf jeden Fall eine Fail-Folge. Aber auch so. Und das weg. An alle, die es eventuell noch nicht wissen, ich habe es auch noch nicht gewusst, bis gerade eben. Heute ist übrigens mal ein Simulator rausgekommen, und zwar ist das der ist der Autobahn-Polizei-Simulator 2. Der erste Teil sollte bekannt sein. So, das war jetzt die falsche Taste. Ich wollte eigentlich hier hin. Oh, super. So, genau. So brauchte ich das. Und dann darunter muss noch so ein Dingensblock. Eigentlich total egal, ob man hier sucht oder ob man hier sucht. Hier ist er. Da. So. Zack, so. Und jetzt können wir ganz normal Schienen verlegen. Ach, das nervt mega.
So. Zack, zack, zack und zack. Achten. In zwei Folgen, eine Folge, genau, eine Folge kommt noch. Also eine Folge kommt noch und danach die Folge werden wir sogar den ersten Flughafen bauen. Freue ich mich irgendwie schon richtig drauf. Und in... Ich habe gerade voll die gute Idee. Ich könnte so einen Weihnachts-Countdown hier einfügen. Ja, das wäre was. Ich könnte so einen Weihnachts-Countdown einfügen. Weil an Weihnachten bekomme ich ein neues Mikrofon. Das bedeutet viel bessere Audioqualität. Cool wäre das, wenn wir jetzt die Strecke hier so lang bauen, irgendwie, und dann unter dieser Brücke so durchführen lassen würden. Das wäre irgendwie cool. Ich glaube, das machen wir sogar. Aber erstmal eins nach dem anderen. Ich würde sagen, ich baue einfach ein bisschen weiter. Ihr hört ja Musik im Hintergrund, also ich bin jetzt still und ich baue einfach ein bisschen. So, also wir haben jetzt hier einmal das so gezogen, also so muss es aussehen und das ziehen wir jetzt hier auf dieser Seite halt einfach genauso und dann geht es unter der Brücke durch.
So, ich habe das Grundgerüst jetzt fertig gebaut und jetzt verlegen wir hier drauf die Schienen. So, zack, dahin, 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 dahin. Eigentlich total langweilig. Aber später wird sich die ganze Arbeit dann aus... Oh Mann, was ist denn hier mit meinem Scheiß? Oh. Scheiße, Mann, ich brauch dringend mal einen neuen PC. Geht eigentlich gar nicht mehr. Aber ich hab mir gedacht, so viel jetzt reicht's nicht. Schau ich das an, es leckt er jetzt schon wieder. Ich finde das so scheiße, dass die Gleise da so verschwinden, wenn man weiter davon weggeht. Genau, wie gerade gesehen, habe ich ja hier runtergebaut. Ich finde, das ist mir sogar richtig gut gelungen. Offcam werde ich dann die ganzen Stützen. Ich werde nachts im Video mal alle Stützen, also alle Brücken durchgehen und dann mal gucken, ob sich da was designen lässt, stützenmäßig. Und ihr hört im Hintergrund auch gerade, dass die Musik irgendwie total komische Lags hat und immer abkackt. Woran das liegt, weiß ich jetzt gerade nicht. Ich will da jetzt auch nicht gucken, weil das viel zu lang dauert. Ich guck mal kurz, woran es liegt. Wen es interessiert, welche Musik das ist Spring in My Steps. Kann man in der YouTube Audio Library finden. Okay, so läuft wieder. Passt. So, ich würde jetzt kommen, kleine Ruckler. Ja, so. Load 2. Komm, oh Gott. Wie viel Platz braucht man denn dafür? Das war jetzt total unnötig. Das heißt so, Load 1. Genau, und dann muss ich jetzt hier... Wow, super. So, zack. Load 2. Und packe jetzt das hier hin. Oh Gott. Einen Moment mal kurz. Einen ganz, ganz kleinen Moment mal kurz. So. Also. Hier geht es runter und dieses runde Switchen, das nervt so. Aber praktischer als wenn ich jetzt jedes Mal ins Inventar gehen müsste oder alles wieder neu raussuchen müsste. Zack, hier kann ich ja noch draufklicken, sonst wäre ich immer jetzt immer noch drin und würde rumsortieren. Boah, mega, das sieht ja mal, ich wette, das sieht irgendwann mega geil aus. Und von da die Strecke, hier geht eine. Theoretisch brauchen wir noch einen Güterverkehr. Und theoretisch bräuchten wir einen Server, den ich wahrscheinlich auch aufmache und dann die IP hier rein. Also in YouTube Dinge posten oder ein Video machen. Weil alleine kann man diese Strecke gar nicht bewältigen. Also wenn man mehrere Züge hat. Ich würde jetzt mal sagen, das ist die kleine Personenzugstrecke und hier ist ein großer Endbahnhof, also halt Bahnhof, ein großer Endbahnhof, ist mir gerade so eingefallen, könnte man hier machen. Und dazu fülle ich das mal bis hierhin so circa auf und der wird dann 4 bis 8 Gleise haben. So.
brauchen wir hier die Parallel-Switch. Einmal nach rechts, einmal nach links. Dann müssen wir hier Erde wegkloppen. Dann haben wir hier ein Problem. Aber nur ein ganz kleines, das man so gelöst hat. Und dann am besten noch so. Und ich muss einmal schnell den Tackle Down fallen. Zack. Tackle Down fall. Und jetzt. So. Und jetzt packe ich das so ran. So. Und so. Könnt ihr in die Kommentare übrigens auch mal schreiben, ob ihr mal wollt, dass ich einen Livestream mache. Wäre auch mal ganz interessant. Fällt mir gerade so spontan ein. So. Genau. Passen auch einigermaßen große Züge rein. Wir werden eben so riesige Dinger drauf packen. Und da geht die Sonne unter. Und das ist halt einmal ein Timeset 0. Theoretisch benutze ich immer das echt Timeset Day. Aber ich habe jetzt mal Timeset 0 gemacht, weil dann die Sonne aufgeht. Bei Day steht die schon da oben und dann hat man mehr Zeit, bis man wieder eingehen muss. Mit Shader könnte ich mal spielen, aber dann leckt das komplette Spiel. Ich finde diese Pfeiler hier, die sind einfach so wunderschön geworden. Genau, die Brücke geht dahin. Erster Bahnhof, hinrum. Erster großer erster großer Durchgangsbahnhof, hintenrum. Zweiter Durchgangsbahnhof, hier lang. Zweiter großer Hauptbahnhof. Scharf geht es von den Schienen runter. So, ich würde sagen, das war's jetzt von diesem Video. Oh Gott, wir sind viel zu weit. So, wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Abo da, lasst ein Like da, wenn euch das ganze Projekt gefällt. Das hier war jetzt mal eine XXL-Folge. Und wir werden den Bahnhof in der nächsten Folge fertig bauen. Und dann würde ich sagen, ciao, bis zum nächsten Mal und tschüss, Leute.